Die Pokémon. Ja, da sind schon zwei. Also ich tue die mal hier unten hin. Das sind meine drei Pokémon für Kämpfe, Competitive-Pokémon. Die sind extra vorbereitet. Wir haben hier ein Gyarados mit 5 guten DVs. Haben wir ja erst im letzten Stream gefangen. Hat ja fast jeder eins bekommen. Mit der richtigen Minze haben wir das Wesen geändert. Es ist shiny, es hat Fokusgurt. Es hat die Attacken Kaskade, Erdbeben, Drachentanz und Sprungfeder. Und Sprungfeder soll ich nur einsetzen, wenn es Dynamax ist, glaube ich. Alles andere ganz normal. Drachentanz ist vor allem dazu da, um alles outspeeden zu können. Ich weiß gar nicht, wie gut ist denn deine Initiative? Mann, 287 klingt eigentlich ziemlich gut. Oder ich müsste jetzt nochmal, ich gucke mir nochmal die Attacke Drachentanz an, was die normalerweise kann. Ein mystischer Tanz, der den Angriff und Initiative. Oh, da erhöht sich auch der Angriff. Okay, das ist natürlich sehr interessant. So, das zweite Pokémon kennt ihr eigentlich. Viskogon hat Pokevirus sogar noch irgendwie. Scheint zumindest so, aber ich glaube, es ist nicht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch ansteckend ist. Donnerblitz. Schutzschild, Flammenwurf, Drachenpuls, Überreste und es soll was aushalten, ist aber dementsprechend auch etwas langsamer von der Initiative. Es hält eher was aus. Trikefalu habe ich dann noch hier mit einer sehr hohen. Oh, das ist okay, da ist die Initiative ja noch einiges höher. 324 ist ja schon ein Riesenunterschied. Ballschal, Trikefalu mit Schwebe und die Attacken Dracometeor, Finsteraura, Feuersturm und Kehrtwende. Hat auch den Pokevirus. Genau. So. Mit den dreien gehe ich jetzt in den Kampfturm und versuche, Deleon in der Hyperklasse zu besiegen, weil das habe ich nämlich nicht geschafft. Genau. Auf geht's. Schauen wir uns das doch gerade noch mal an. 34 Siege könnten ja vielleicht mal wieder mitzählen. Ich muss mal gerade gucken, wo ich den Text dazu habe. Da ist er. Und wir machen Einzelkampf. Wir müssen halt vorher gegen zwei oder einen anderen Trainer noch kämpfen. Ach, die müssen entweder im Team sein oder ich muss sie mal für PvP sperren. Items. Kampfteams. Jetzt. Ah, registrieren. Da. Registrieren. Da. Und registrieren. So, jetzt. Voila. Jetzt kann man loslegen. Kämpfen. Einzelkampf. Team 1. Ja. Wir nehmen nichts anderes mit. Wir fangen gleich mit Gyarados an. Viskagon. Viskogon, nicht Kagon. Ich sag immer Viskagon. Schlimm mit mir. Okay. So. Da ist Deleon. Genau. Also man muss nur einen Trainer. Ich muss momentan nur einen Trainer besiegen, dann kommt Deleon. Anders kriegt man es nicht hin. Das ist normal. Schauen wir mal. Gyarados hat eine besondere Fähigkeit. Ja doch, eine besondere Fähigkeit. Gyarados muss durchhalten. So, Gyarados. Gegen Katapuldra. Ob ich die mit Erdbeben weghauen kann? Oder soll ich erst Drachentanz gehen? Geh mal auf Drachentanz. Gut.
So, Drachentanz. Angriff steigt, Initiative steigt. Gucken wir mal, ob das schon reicht, um anzufangen. Ja, Initiative ist jetzt hoch genug gegen Katapultra. Erdbeben macht mehr als 50%. Okay. Das ist aber nicht so gut. Ja, mit Erdbeben haue ich ihn jetzt raus. Kaplosio. Dankeschön für dein Follow. Shiny Mew freut sich mega. Willkommen in meinem Pokédex. Hey, was geht? Was geht bei dir? Was machst du so? So, da ist Glurak. Gegen Glurak natürlich die Flut. Pokémon spielen, ja, aber was genau machst du in dem Pokémon-Spiel? Tweetest du gerade ein Shiny oder spielst du noch Story Mode? Schild spielst du sogar, okay. Oh Mann, hat nicht überlebt das. Kämpfen. Auch im Kampfturm unterwegs oder Online-Kämpfe? So, komm, Dynaflut. Aber dass Glurak jetzt als zweites schon eingesetzt worden ist, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nice. One-Shot. Tschüss. Regnen tut es jetzt auch noch. Das heißt, es ist jetzt noch mal verstärkt. Ja, von mir aus kannst du jetzt Pantifrost einsetzen. Ist mir egal. Ich mach mit Dynaflut ihn wahrscheinlich dann trotzdem fertig. Brannawatz. Okay, es ist Brannawatz. Ist das nicht Bodenwasser? Es ist zumindest mal effektiv. Also nicht sehr effektiv. Das war jetzt doppelt gemoppelt. Ich hoffe, ihr... Na, okay. Wasser ist keine gute Idee gewesen, alles klar. Erdbeben. Also, ja, Dynadüse, hätte ich jetzt gesagt. Okay. Komm schon, oder? One hit, one hit. Ja! Gewonnen! Nice. Nee, Wenn man mich abonniert, kommt Shiny Mew von Trading Card Game. Und wenn man mir auf Twitch folgt, Kampfturm-Uniform. Aha. 2 Gewinnpunkte. Ich glaube, wir sind jetzt bei 36. Glückwunsch, du hast Rang Max erreicht. Rang Max. Meisterballklasse. Zur Feier deines Rangaufstiegs bekommst du eine Belohnung. 10 Sonderbonbons, krass. 3 Silberkronenkorken. Wow. Eine Fähigkeitskapsel, nice. Ein Goldkronenkorken, sehr, sehr schön. Und noch ein Pfiffigmünze. Mensch, was man hier alles kriegt, hey. 50 Gewinnpunkte. Boah, geil. Das heißt, ich habe jetzt über 150. 203. Okay. Mann, mega geil. Okay. Da bin ich jetzt mal auf den nächsten Kampf aber gespannt. Auf geht's. Kampfturm. Kämpfen. Rang Max, Meisterballklasse. 36 Siege. Okay, ist alles richtig. Wir nehmen Team 1. Wir fangen... Ich weiß nicht, mit Garados anzufangen, finde ich irgendwie nicht so toll. Ich denke mal, wir werden jetzt einige Male kämpfen müssen, um überhaupt gegen Delion wieder kämpfen zu dürfen.
Oh, Dillon! Yay! Dillon, Dillon! Jetzt bin ich mal gespannt. Verdammt, und ich habe einen anderen Lee da vorne. Und ich bin gespannt, dass wenn ich verliere, wenn ich nochmal gegen ihn kämpfen muss, wie viele Kämpfe ich da machen muss. Ich bin jetzt auch gespannt drauf, weil ich weiß es ja alles nicht. Ich hab ist ja jetzt das erste Mal Dillon in der Meisterklasse. Interessant. Ich höre den Sound nicht. Komisch. Marcel, danke schön für die 5 Euro. Kleiner als 3, kleiner als 3, kleiner als 3. Vielen Dank für die tollen Videos auf YouTube. Ah, jetzt. Auf dem Weg nach Britannia City. Ja, wirklich. Kleiner als 3, kleiner als 3, kleiner als 3. Vielen Dank für die tollen VIDOS auf YouTube und die Streams auf Twitch. Gerne, Marcel. Vielen, vielen Dank für die 5 Euro. So. Dann Donnerblitz. Blizzard. Ah, okay, natürlich wechseln können. Aber gut, da werden jetzt viele Pokémon ja Probleme mit haben eigentlich. Jetzt wäre ein guter Moment, vielleicht nach Garados zu wechseln. Nee, ich warte bis es zu Ende ist. Dann wechsle ich auch. Garados. Vielleicht werde ich ja jetzt vorher. Ich werde bestimmt vorher besiegt. Nicht? Okay, okay. Geboren! Wie scheiße ist das? Es ist wieder aufgetaut. Direkt danach. Oh, das ist aber ein komisches Glück, oder? Dillon ist in Britannia City. Ja, scheint so. Naja, also ich finde es nicht toll, dass man so leicht Shinies und Gigas ermogeln kann. Das war eigentlich nicht der Gedanke. Das ist normalerweise nie der Gedanke. Okay, Mist. Jetzt ist Glurak da. Schauen wir mal, ich weiß noch nicht so genau. Jetzt hör doch mal auf da, doofes Handy. Scheiß Ladenstecker. Das blinkt gerade ständig, geht ständig an. Das ist sehr, sehr schlecht gerade. Grüner Düse. Tschüss, bis Koron. Drachentanz was zu machen, ist wahrscheinlich jetzt nicht so der Renner, ne? Schauen wir mal. Kann Garados in Dynamax mit Dynaflug erstens ausfliegen und zweitens Dyna Glurak Giga Dynamax Glurak besiegen? Nein. Er kickt Dynaflora ab. Genau das wussten wir. Aber das ist der Schaden ist nicht so heftig. Das ist cool. Also er hat es überstanden. Das ist genau das, was wir wollten. Und jetzt können wir Dynaflut einsetzen. Und trotzdem One-Hit raus. Mega geil. Perfekt. Sehr gut. Gute Wahl. Dankeschön. Also Dankeschön an den Chat eigentlich. Die haben mir geholfen, das Garados zu züchten. Züchten. Ich habe einen Shiny Carpador. Zufälligerweise gab es ein Event mit Shiny Carpador und ja, da habe ich mir genau das Richtige gezogen. So,
Licht ist effektiv. Wir könnten Wasser oder die Flugattacke einsetzen. Und da es regnet, nimmer. Nein! Nicht Wasser. Scheiße. Ah, die Fähigkeit. Blödkopf. Da. Hat nicht gereicht, okay. Nein, ohne Maschine, mit den Händen. Eine Schicht hat 7,5 Stunden, ist aber auch lang. Nicht auf einmal. Trotzdem heftig. Ponzel! Hi, ich grüße dich. Schön, dass du wieder da bist. So, was machen wir jetzt? Ich muss Erdbeben einsetzen, weil mir nichts anderes einfällt. Und weil ich einfach so lange drin bleibe. Ich mach mal drauf raus. Weiß Assa von Bugs, Explos bis Hex ist in Schild alles drin. Das war sehr verzögert. Was war sehr verzögert? Dillions ist. Dillion ist. Achso, ja. Die Alertbox, die war jetzt gerade mega verzögert. Ja, auf jeden Fall. Machen wir's so. Ist paralysiert, kann ich angreifen. Wie oft wollt ihr mich noch daran hindern, ihn zu besiegen? Warum? Er kommt nächste Runde runter und ich habe... Und ich bin schneller. Also machen wir nochmal Drachentanz. Falls überhaupt einmal schon gegangen ist. Ich gucke ja nicht wirklich drauf. Ich lese den Chat und führe nur Befehle aus. Handy wird verprügelt. Ja. Geht wieder. Nee, geht immer noch nicht. Wird immer noch nicht geladen hier. So, jetzt wird's geladen. Ah, schlimm. So, das macht nichts. Ich denke, mit Trickefalo kriegen wir hoffentlich den Rest noch raus. Sliver! Hi, ich grüße dich. Sliver. Walschal. Letztes Pokémon. Finsteraura. Es gibt ein Schwert und Schild, wo Super Mario als Pokémon kämpft und trainiert werden kann. Das weiß ich jetzt nicht. Pokémon als Super Mario. So rum. Glurak. Garados mit Drachentanz jedoch nicht. Brannawarz hat H2O-Absorber, hatten wir schon. Haben wir ja gesehen. Ich habe gegen Dillion gewonnen! Ich habe gegen Dillion gewonnen! In der Meisterklasse! Gleich beim ersten Versuch! Geil! Trotz, dass ich nicht den richtigen Leader am Anfang hatte. So, was gibst du mir jetzt? 2 Gewinnpunkte, das ist ein bisschen wenig, okay. Das ist alles. Glückwunsch bei deinem Sieg über Dillion in der Meisterklasse. Dafür haben sich deine Pokémon ein besonderes Band verdient. Vielen Dank, Beere, uns bald wieder. Das ist alles? Das ist alles? Ist nicht euer Ernst. Das? Das war's? Ui. Man kriegt am Ende nicht so viele Belohnungen wie bei der Hyperklasse. Das ist ja enttäuschend. Was ist denn an dem Band so toll? Also wir können uns das ja vielleicht mal angucken, aber... Das ist ja traurig. Bricht. So, da ist das Band. Wahnsinn, ne? Band für den Sieg über den Meister des Kampfturms. Turmmeister Trickefalo. Das ist
Porygon und auch Gyarados. Keine zusätzlichen Gewinnpunkte, finde ich aber schade. Das heißt, jetzt noch Gewinnpunkte zu bekommen, ist wahrscheinlich richtig schwer, ne? Es gab jetzt nur 25 Gewinnpunkte dazu. Viertelstunde noch. Was machen wir jetzt Viertelstunde noch? Mal einen Vorschlag. Melly, du hättest selber Sprungfeder einsetzen sollen. Dann hätte Gyarados überlebt. Oh Gott, wo bist du denn? Das Band ist doch geil. Nein, ist es nicht. Finde ich jetzt nicht. Man hat schon immer ein tolles Band für PvP-Turniere bekommen. Ist doch voll geil. Ich hätte mir eigentlich aber gewünscht, dass wenn man die Meisterklasse gewinnt, dass man 50 Gewinnpunkte bekommt. Komm, man kann ja echt knausrig sein mit den Punkten, oder?